Dieses Video ist an Erwachsene gerichtet und enthält Spoiler zur The Witcher-Reihe. I was hoping you'd come. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu McFarlane Toys The Witcher 3 Wild Hunt Eredin Preac Glass Toy Review. Der Gurt wurde released mit Geralt aus der Witcher-Reihe und ist der Hauptantagonist, würde ich mal bezeichnen, von Geralt in der ganzen Story. Den guten kennt man wahrscheinlich aus den Spielen The Witcher und im dritten Teil kämpft man auch tatsächlich gegen ihn. Er ist ein Elf und mag Geralt aus bestimmten Gründen nicht. Da empfehle ich die Bücher, da wird er noch genauer vorgestellt. Und was ich noch sagen möchte, ist, er ist natürlich auch der Anführer der wilden Jagd. Wer die Spiele gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Wer sie nicht gespielt hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Die Box ist wie bei Geralt auch in einer leichten Steinoptik. Unten sieht man seinen Namen, natürlich die Figur selbst. Oben The Witcher und auch hier wie bei Geralt die Symbole. Auf der Seite sieht man nochmal The Witcher CD Projekt Red. Auf der anderen Seite nochmal den Namen des Guten und auf der Rückseite ein schönes Artwork mit Aufkleber und keiner weiteren Beschreibung. Hier nochmal die 22 beweglichen Teile an der Figur selbst, die ihn gut beweglich machen. Und wir schauen uns die Figur mal im Detail an. Aus der Box sieht der Anführer der wilden Jagd wirklich super aus. Also ähnlich wie bei Geralt hat McFarlane Toys hier echt ein ganz, ganz, ganz guten Job gemacht. Also wirklich toll. Wer die Spiele gespielt hat, kann hier durchaus erkennen, dass das Detailreichtum der Figur dem Spiel fast 1:1 nachempfunden ist. Ja, ein paar wobblige Stellen sind da, finde ich aber nicht weiter schlimm, weil sie dann natürlich auch nicht abbrechen können. Hier oben natürlich auch, kann man sich nicht verletzen, wer denn wirklich ein bisschen tollpatschig ist, wie ich manchmal. Im Großen und Ganzen, wie schon gesagt, sieht das Sculpt toll aus, das Painting ist schön, das Finish auf dem Painting ist auch echt toll und das Ganze sieht man natürlich besser, wenn man sich die Figur im Nahen anschaut. Angefangen bei dem Kopf ist das Headsculpt wirklich schön, also die Details auf der Maske selbst sehen fantastisch aus. Haben sie gut gemacht, auch das leichte Finish mit so einem Metallic Brush, würde ich mal sagen, drüber gefahren, sehr, sehr schön. Oh, die ganzen Kratzer im Helm sehen echt cool aus. Und das Gesicht, beziehungsweise die Maske selbst im Gesicht, entfernt er im Spiel. Das geht hier leider nicht. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, weil das wäre nicht schwer zu releasen, denke ich mal. Zumindest in meiner Vorstellung nicht. Aber nichtsdestotrotz sieht die Figur auf dem, sieht der Kopf der Figur wirklich gut aus. Oh Mann, die Details sind wirklich toll. Weiter über den Torso, da habe ich schon gezeigt, die Dinger hier sind aus leichtem Plastik, gut beweglich und können dann auch natürlich nicht abbrechen. Auch das Finish unten drunter sieht sehr toll aus. Oh Mann, also wirklich, wirklich schön gemacht. Die Schultern sind bedeckt von Stoff, der hier aus Plastik ist. Hätte ich mir gewünscht, dass der Stoff aus tatsächlichem Stoff besteht. Aber das Plastik ist jetzt nicht so hart, dass man das nicht in irgendeiner Weise zur Seite schieben kann, wenn man es denn möchte. Auf der Unterseite kommen wir zu den Armen und auch die haben so ein leichtes Metallfinish. Finde ich sehr schön. Die Hände sind auch schön gesculptet. Sieht alles wirklich toll aus. Also diese kleinen Details auf den Handschuhen, ganz, ganz toll. Auf der anderen Seite das Gleiche, sieht gut aus. Wirklich, wirklich toll. Dann kommen wir auf den Hüftbereich. Hier die Gurte, wie auch bei Geralt schon, sehen sehr gut verarbeitet aus, detailreich mit den ganzen Nähten hier für die Riemen. Und auch hier an der Hüfte diese, oh, keine Ahnung, wie man die nennt. Na, auf jeden Fall haben die auch Nähte, ein bisschen abgefressen, sieht sehr cool aus. Auf der Rückseite, der Rücken nochmal, hat hier auch so eine Knochenstruktur, wie man es von Eredin kennt aus der wilden Jagd oder von der wilden Jagd. Über die Beine und auch hier sind die Details wirklich schön. So die Nieten sieht man alles wirklich, wirklich gut. Die Knie bzw. die Kniepads sind ebenfalls aus dem gleichen Plastik wie die anderen Sachen auch. Sind also gut beweglich.
können damit nicht abbrechen. Finde ich auch sehr cool. Und man kommt über zu den Füßen, die auch toll aussehen. Hat hier Sporen, ein paar Kratzer drin. Also da haben sie wirklich einen echt guten Job gemacht. Die Farbgebung ist alles in allem so, wie man es kennt aus dem Spiel. Leicht rötlich gehalten mit Silberfinish. Und Bronze würde ich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt ein bisschen, ja, sieht aus wie Zinn oder so. Denke ich mal. Ja, jedenfalls bin ich extrem zufrieden mit der Figur und mit dem ganzen Sculpt. Wirklich toll. Das Zubehör besteht lediglich aus dem Schwert von Iridin und es wurde natürlich mitgeliefert, auch noch in der Verpackung gelassen, ein Stand für die Figur. Brauche ich nicht, weil die Figur gut von alleine steht. Im Detail sieht das Schwert definitiv besser aus als die Schwerter von Geralt, finde ich. Hat ein schönes Finish, sehr metallisch aussehend. Eine schöne Pointy-Spitze, die wirklich spitz ist. Und auch so ein bisschen Schmutz an der Klinge. Also finde ich besser gelöst als die Schwerter von Geralt, die ja tatsächlich aussahen wie ein bisschen Plastiker. Das ist ein bisschen unsauber gearbeitet, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ja, sieht metallisch aus, gefällt mir gut und besser als die Schwerter definitiv von Geralt. Bei der Artikulation hat McFarlane Toys einen ähnlich guten Job gemacht wie bei Geralt. Natürlich ein bisschen eingeschränkt durch den Umhang, den er hier hat. Der ist mir hier gerade eben beim Vortesten ein bisschen eingerissen, also da werde ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Jedenfalls fangen wir beim Kopf an. Er lässt sich 360 Grad drehen. Ja, ich glaube, die Haare von ihm sind hier ein bisschen weicher als die von Geralt. Er kann so weit nach unten gucken und fast gar nicht nach oben, auch wieder limitiert durch die Haare selbst. Er hat eine Neigung im Kopf nach links und rechts ein bisschen. Ja, der Arm selbst auf der linken Seite lässt sich einmal um 360 Grad drehen, lässt sich so weit nach oben bringen und natürlich hat er hier zu erkennen ein Butterfly Joint. Ja, aber der macht nicht wirklich viel. Finde ich trotzdem cool, dass das Ding da ist. Der Arm funktioniert ähnlich, aber den mache ich jetzt mal nicht so weit hoch, da wie gesagt der Umhang hier gerade eingerissen ist. Also da durchaus aufpassen. Der Arm lässt sich einmal mit dem Oberarm hier drehen und einmal mit dem Ellbogengelenk tatsächlich. Auf der Seite genau das Gleiche. Der Oberarm lässt sich einmal drehen und das Ellbogengelenk selbst auch um 360 Grad. Aber wie gesagt, ich bin hier jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Ich möchte nicht ganz kaputt machen. Die Arme lassen sich anwinkeln ungefähr so weit auf der Seite und auf der Seite. Ebenfalls circa 90 Grad, was ein bisschen schade ist. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass er da ein bisschen agiler ist. Im Brustbereich haben wir hier einen Unterschied zu Geralt. Da hat man nämlich einen oberen Brustkorb, der separat vom unteren Teil des Körpers gedreht werden kann, auch um 360 Grad. Aber das klingt so schlimm, weil es Gummi ist. Eieieiei. Und er hat auch hier eine Neigung im Oberkörper nach links und rechts. Aber hier mit diesem, ja, Gummibauch sozusagen, da ist diese Neigung nach links und rechts drin. Und auch nach vorne. So weit. Und nach hinten geht es auch relativ weit. Aber da haben wir das gleiche Problem wie bei Geralt, dass es hier so gummiartig ist. Und je nachdem, wie man ihn hinstellt, kann es hier Falten schlagen auf jeden Fall. Bei den Händen, die sind 360 Grad drehbar, lassen sich anwinkeln, jeweils so weit nach da, so weit nach unten und selbst dann auch noch abgesehen von dem Kugelgelenk die Hände nochmal drehbar. Auf der Seite genau das Gleiche. Keine Ersatzhände, lassen sich relativ gut bewegen und auch hier drehen. Bei den Beinen kommen wir erstmal zum Spagat, den er kann. Finde ich extrem cool. Aber ich weiß nicht, ob das nötig ist bei ihm. Er kann das Bein so weit nach vorne bringen. Ja, jeweils beidseitig. Das glaube ich sogar noch ein bisschen höher. Und so weit nach hinten. Also, ich glaube, fast 360 Grad kann man das Ding drehen. Aber auch hier muss man aufpassen. Er hat ein Plastikpopo. Ja, mit weichem Gummi.
dass man da die Rüstung nicht einklemmt. Auch hier nach hinten geht es so weit. Die Beine lassen sich im Gegensatz zu Geralds, na, nicht im Gegensatz, aber genauso wenig drehen. Nach außen ein bisschen schieben, aber nicht drehen wie bei anderen Figuren, die man kennt. Dann hat man hier die Kniegelenke, die limitiert sind durch die Unterschenkel. Gehen so weit, also nicht mal 90 Grad nach hinten und nach vorne natürlich gar nicht, sonst sind sie gebrochen. Aber die Füße lassen sich ganz nach unten bringen. Und so weit nach vorne, also da ist sehr viel Bewegung drin. Und natürlich auch die Fußspitzen, wie bei Geralt, lassen sich hochklappen. Also alles in allem gut artikulierbar. Hätte mir, ja, vielleicht wie gesagt gewünscht, dass der Stoff hier aus, also der Plastikstoff aus tatsächlichem Stoff ist, damit das nicht wieder passiert, dass es einreißt. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, doch in Ordnung. Eredin, der Anführer der wilden Jagd, ist mit knapp 19 Zentimetern, wenn man die Spitzen dazu zählt, genau im 7-Zoll-Bereich, so wie wir es von McFarlane Toys kennen. Im Vergleich zu zwei anderen McFarlane Toys-Figuren haben wir Geralt und Ghost aus Call of Duty, also Geralt nicht aus Call of Duty, aber da ist der Eredin größer als beide, was auch zu erwarten ist, da er auch der Hauptantagonist von Geralt ist. Im Vergleich zum Mesco Exclusive John Wick und NECA Marty McFly ist er größer, die beiden im 6-Zoll-Bereich und Eredin im 7-Zoll-Bereich. Die Hasbro Star Wars der Black Series-Reihe ist natürlich kleiner, also erheblich kleiner als Eredin. Zu guter Letzt die Marvel Legends von Hasbro, Deadpool und Wolverine, auch da ist Eredin massiv größer als die anderen beiden. Das war's auch schon mit dem McFarlane Toys The Witcher Wild Hunt Eredin Breac Glas Toy Review. Herzlichen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Schön, dass ihr da wart. Es hat mich sehr gefreut. Lasst einen Daumen nach oben da, folgt meinem Kanal, falls ihr ihm noch nicht folgt. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Toy Review.